Hallo, mit dem nächsten kostenlosen Gamio-Modul, das ich Ihnen in diesem Video zeige, minimieren wir Bestellabbrüche und sorgen für eine bessere Benutzererfahrung. Das Ding heißt Fehlerfokus in Registrierung und darum geht es. Ich als Kunde habe einen tollen Artikel in Ihrem Online-Shop gefunden. Nicht wundern, ich bin diesmal in der Mobilansicht. Das ist für mich selbst ungewöhnlich, aber der eine oder andere nutzt inzwischen Mobilgeräte für die Bestellung. Der Kunde packt den Artikel in den Warenkorb, weiter zur Kasse, alles wunderbar. Oh nein, Daten eingeben. Das hasse ich. Zum Glück gibt es die Autovervollständigung, die aber nicht jeder nutzt und auf die man sich nicht hundertprozentig verlassen kann. So könnte es sein, auch wenn es in dem Fall jetzt normalerweise passen würde, dass man bei der Straße nichts eingegeben hat oder die Autovervollständigung das Feld nicht ausgefüllt hat. Benutzerkonto möchte ich auf keinen Fall erstellen. Weiter. Ich kann es kaum erwarten, den Artikel zu haben. Was ist jetzt? Ich habe auf Weiter geklickt. Persönliche Daten habe ich doch eben mühsam eingetragen. Was? Ah, okay, hier unten bei der Straße müssen mindestens 5 Zeichen eingegeben werden. Naja, ich erinnere mich jetzt halt gerade noch dran, hier bei der Straße extra das Feld geleert zu haben. Andere suchen ziemlich lange. Also ich gebe nur weiter, was an mich herangetragen wird. Es geht dann um verzweifelte Anrufe, ich kann nicht bestellen und eine hohe Dunkelziffer von Bestellabbrüchen an dieser Stelle. Dabei wäre die Lösung so einfach. Sie installieren sich das kostenlose Modul über die ebenfalls kostenlose Modulverwaltung, da am besten auf den Reiter kostenlos und nach Fehlerfokus in Registrierung schauen. Einfach reinladen ist dann sofort aktiv und ich wechsle in einen Shop, in dem ich es schon installiert habe. Auch hier habe ich schon den wunderbaren Testartikel im Warenkorb, voller Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten. Oh nein, schon wieder Daten eingeben. Also wieder die Autovervollständigung. Hier bin ich schon registriert mit meiner E-Mail-Adresse, deshalb ändere ich die an der Stelle mal. Und wieder passiert der Fauxpas mit der Straße. Auch hier möchte ich kein Benutzerkonto erstellen. Weiter. Ah, okay. Ich habe vergessen, die Straße einzutragen. Das ist doch gleich viel besser, oder? So eine Kleinigkeit sorgt für eine ganz andere Benutzererfahrung, wenn da, was ja passieren kann, ein Formulareingabefeld übersehen wird, auszufüllen. Muss man deshalb nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern ganz einfach den Fehler korrigieren. Es liegt an der Software, sie muss es dem Nutzer so einfach wie möglich machen. Und da hilft dieses kostenlose Tool, denke ich, schon ein kleines Stück weiter.